Hallo liebe SC Paderborn-Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres Exklusivs-Interviews der Woche. Letzte Woche hatten wir Daniel Brückner alias Bohne, ein Urgestein des SC Paderborn, zu Gast. Heute den zweiten. Jens Wemmer, fast 7 Jahre jetzt beim SC Paderborn. Ich muss erst mal fragen, das Spiel ist gerade mal 24 Stunden noch nicht mal her. Hast du es gut überstanden oder irgendwo Schmerzen? Naja, so ein Spiel kann man nicht gut überstehen, glaube ich. Körperlich ist alles okay, aber ja, das muss man jetzt erstmal ein bisschen aufarbeiten, ja, so schnell es geht, und Samstag dann wieder Vollgas. Ne? Du hast in der ersten Halbzeit, ich glaube, es war fast eine Minute auf den Rasen gelegen. War da irgendwas Besonderes oder? Ich kriege einen Pferdekuss am Oberschenkel, und ja, wer das kennt, weiß, wie schmerzhaft sowas ist, aber gut, ich weiß nicht, wie oft sowas passiert. Deswegen, also ich glaube, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Okay. Ihr hattet heute Morgen schon das erste Auslauftraining, denke ich mal. Waren alle da? Sind alle fit oder gab es irgendwelche Ausfälle? Patrick Ziegler ist krank. Oh. Ja, den hat es, glaube ich, erwischt. Ansonsten, soweit ich das jetzt überblicken kann, waren alle da. Okay. Ja, kommen wir mal auf das Spiel von gestern zu sprechen. Es war eigentlich alles vorbereitet, das Stadion wieder mal ausverkauft. Eine Choreo von den Fans im Vorfeld, dann kommt die 28. Sekunde und man liegt 1-0 hinten. Was denkt man in dem Moment? Ich persönlich als Fan sage dann von wegen, ja, genug Zeit ist ja noch, ne? Attacke jetzt. Wie war es bei euch? Ja, na klar, extrem bitter. Ne? Also in der ersten Minute, oder besser gesagt, nach 8 Sekunden kriegen wir einen Elfmeter gegen uns. Ja, da haben wir gepennt. Und ja, wir hatten genug Zeit. Ne? Also wir haben es dann auch gar nicht so schlecht gemacht. Machen die Tore nicht, kriegen dann wieder eins, und ja, dann war das Spiel natürlich gelaufen. Ja, das ist, in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass ihr versucht habt, Hamburg dann irgendwie auch ein bisschen anzunähern, zu gucken, wie weit könnt ihr gehen. Nach der Pause ging es dann los, der SC Paderborn hat zum Angriff geblasen, sage ich jetzt einfach mal. Dann kommt der Lattentreffer, dann kommt eine Schiedsrichterentscheidung, die sehr fraglich gewesen ist bei dem Elfmeter. Wie hast du das gesehen mit Kachunga? Ja, für mich war auch schon die vorherige Situation, wo Katsche den Ball gegen die Latte schießt oder lupft. Ich glaube, da kann man auch Elfmeter pfeifen. Also, und dann die zweite Situation, wo er auch klar runtergedrückt wird. Für mich ist das ein Elfmeter. Aber gut, was hilft sich jetzt zu beschweren oder zu sagen, oh Mensch, das wäre ein Elfmeter gewesen? War es nicht. Deswegen, jetzt müssen wir munter putzen, anders geht's nicht. Weitermachen. Richtig, dann kam aber noch eine zweite strittige Szene dazu, das 2-0, was durch einen Eckball entschieden ist. Wie hast du das gesehen? Also der Ball flog ja über mich rüber, ich stehe ja in meiner ersten Position. Der Ball geht ins Aus. Ich wollte eigentlich schon wieder nach vorne gehen, weil für mich klar war, dass, ich weiß nicht, ich glaube Westermann den Ball einfach ins Aus geköpft hat. Ja, Hühner hat das wohl genauso gesehen, weil der war an dem Mann dran und hat gesagt, ich habe den nicht berührt. Wir haben den Schiri gefragt, wer den Ball denn berührt hat von uns. Kam natürlich nichts zurück, aber ja, blöde Situation, Fehlentscheidung, Gegentor. 2-0. Über das 3-0 sprechen wir dann gar nicht. Kommen wir mal auf die Stimmung nach dem Spiel generell. Wie ist die jetzt? Ist man doch schon sehr sauer, sag ich mal, oder angefressen? Oder sagt man, komm, Mund abputzen, weitermachen, jetzt am Wochenende gegen Köln, geht's weiter? Ja, natürlich sind wir sauer. Das ist doch klar. Also wir haben jetzt 5-0 verloren, wir haben 3-0 verloren. Das ist für uns auch nicht unser Anspruch. Wir können mehr, wir wollen mehr. Und ja, wie gesagt, es heißt, munter putzen, weiter geht's, und ja, das müssen wir jetzt machen, und am Samstag müssen wir es besser machen, ganz klar. Hat man denn in der Zwischenzeit jetzt die 2 Tage, die jetzt dazwischen liegen, überhaupt Zeit, den Kopf frei zu bekommen? Und wenn ja, was machst du dann? Oder bist du dann wirklich in dem Tunnel drin und sagst so, ich bin schon voll auf Köln fokussiert? Ja, na klar, also die Zeit ist in der englischen Woche sehr, sehr kurz, aber das kann man natürlich auch positiv auslegen. Also, man kann nicht viel drüber nachdenken und sagen, oh Mensch, Mainz oder ne, HSV, alles blöd, sondern ja, jetzt geht's an Köln, und da müssen wir ja punkten. Und da kann man nicht irgendwie Trübsal blasen oder so, dann Kopf hoch und weiter. Die Einstellung passt also, das ist super. Jetzt kommt der 1. FC Köln, wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Die haben 2 Spiele gespielt, 1 unentschieden. 1 gewonnen, das heißt 4 Punkte in die Rückrunde gestartet. Was muss man gegen Köln machen, dass man da besteht? Letzte Saison zum Beispiel, ich erinnere mich an den super Auswärtssieg 1-0, Alba Meer. Die können wir eigentlich knacken, oder? Ja, also ich unterschreibe das, wenn wir das wieder so machen wie letztes Jahr. Aber ja, Köln ist eine gute Mannschaft, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten.
Ja, wir müssen es genauso angehen, glaube ich, wie letztes Spiel. Das war gegen Köln gut. Und ja, was soll man da sagen? Der Trainer wird da seine Taktik finden. Er wird uns darauf versuchen einzustellen und wir versuchen das so gut wie möglich umzusetzen. Gut, dann wünschen wir euch dabei viel Erfolg. Hoffen wir, dass er mit 3 Punkten zurückkommt zu uns in die Paderstadt. Sagen für heute erstmal Danke. Ist heute ein bisschen kürzer aufgrund der Tatsache, dass die Jungs natürlich auch noch in die Vorbereitung weiter reingehen müssen für das Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.